Hi Leute und herzlich willkommen zu der Testfahrt mit dem EPF 2 in der 480 Wattstunden Edition. Wie man sieht, haben wir hier vorne eine Trommelbremse und hinten den Motor verbaut. Der hat ganze 1200 Watt Peak und 500 Watt Grundleistung. Außerdem, was hier sehr erfreulich ist, kann ich schon mal spoilern, haben wir natürlich auch die 22 km/h, also wird die gesetzliche Toleranz hier richtig schön mitgenommen. Und zudem bestehen die Reifen außen aus einem schlauchlosen Reifen und drinnen nochmal ein Schlauch, was theoretisch eigentlich die, ich sag mal, Verletzbarkeit des Reifens deutlich senken sollte, da dadurch natürlich immer zwei Instanzen überwunden werden müssen. Da ja schlauchlose Reifen generell immer ein bisschen mehr brauchen, um halt ein Loch zu kriegen, als jetzt normale Schlauchreifen. Deswegen ist das hier auf jeden Fall sehr positiv zu bemerken. So, jetzt haben wir hier den EPF 2 in der 480 Wattstunden Edition in der Testfahrt und los geht's. Wir befinden uns jetzt im Modus S und wie man sieht, ist der Anzug auf jeden Fall richtig schön. Man hört auch direkt, dass da absolut keine Geräusche vom Fahrzeug kommen. Und wir sehen hier natürlich auch sehr freundlich direkt die 22 km/h auf dem Display. Und ich kann ja schon mal spoilern, die müssten auch recht GPS-genau sein. Außerdem sieht man hier oben immer so ganz leicht die Poweranzeige, also wie viel Leistung der Scooter gerade nimmt oder beim Bremsen halt wie viel Leistung der zurückgewinnt. Und man spürt hier auf jeden Fall definitiv zu Beginn direkt einen großen Leistungsunterschied zu den Scootern, die ich sonst immer so teste. Also wenn ich hier drauf bin, fühlt sich der schon an wie so ein kleiner Ferrari. Muss man auf jeden Fall sagen. Probieren wir mal den anderen Modus aus, welche Modi es sonst noch so gibt. Können wir mal gucken. Echo. Mal schauen, wie schnell der im Echo-Modus ist oder ob der überhaupt losfährt. Ach, sind das nur 5 km/h? Lol. Okay, dann fahren wir im Echo-Modus nur 5 km/h, wenn ich nichts verstelle. Im Drive-Modus. Okay, dann ist das schon mal ein bisschen angenehmer mit 15 km/h, die wir hier haben. Ja, das ist schon mal ein bisschen besser, definitiv. Und wenn man zweimal drückt, dann erreicht man halt direkt die vollen 22 km/h, was ich ziemlich gut finde. Das Einzige, was ich blöd finde, ist, wenn man in der App den Scooter auf 20 km/h stellen will, geht das gar nicht. Man kann ihn halt nur auf 19 stellen und wenn man den auf 20 km/h stellt, dann fährt er automatisch 22. Ich hätte es einfach besser gefunden, wenn man automatisch immer 2 km/h dazu bekommt zu dem, was man in der App einstellt. Also wenn man zum Beispiel 18 einstellt, dass er dann 20 fährt. Weil ich meine, 1 km/h will sowieso niemand fahren, 2 km/h wahrscheinlich auch nicht. Deswegen würde es auch sowieso keinen Sinn machen. Und wenn er dann bei 1 km/h zum Beispiel einfach 3 km/h fahren würde und bei 2 km/h einfach 4 km/h, würde das ja auch keinem schaden, würde ich behaupten. Deswegen wäre das tatsächlich besser. Ansonsten hören wir hier, dass wir nichts hören und das ist sehr positiv. Das bedeutet, wir haben hier überhaupt kein Klappern oder ähnliches. Das Einzige, was man hier manchmal so ganz leicht hört, ist wahrscheinlich der Kabelstrang im Scooter drinne, der dann so ein bisschen gegen die Unterseite schlägt oder halt irgendwo innerhalb der Trittfläche auf jeden Fall so ganz leicht Geräusche verursacht. Aber ansonsten sieht man und hört man hier eigentlich am Scooter überhaupt nichts klappern und der fährt sich auch hier richtig schön stabil und auch richtig schön weich über diese ganzen Bodenunebenheiten. Also das muss man den auf jeden Fall lassen. Außerdem sieht man hier auch natürlich den richtig schön breiten Lenker. Der ist ja bei den anderen Scootern, die ich bis jetzt getestet habe, auch nicht annähernd so breit. Also da hat man auch so eine richtig schöne Haltposition. Man muss ja kurz ausweichen. Das ist hier auf jeden Fall ganz gut gelöst, finde ich. Ähnlich wie beim Trittbrett Fritz, wobei der, glaube ich, sogar noch ein bisschen breiter ist. Aber ich finde das hier von der Breite tatsächlich recht angenehm. Also das muss man denen auf jeden Fall lassen. Das ist hier auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ich finde nur, dass die im Eco-Modus immerhin einfach nur die Beschleunigung anpassen müssten. Also einfach so im Eco-Modus, dass er dann zumindest seine 20 fährt, aber halt mit einer schwächeren Beschleunigung, dass man dann halt einfach mehr Reichweite rausbekommt. Das wäre so meiner Meinung nach einfach die bessere Lösung als 5 km/h, weil wer braucht schon 5 km/h? Zur Not stellt man sich halt in der App ein, so, das geht ja auch noch. Aber dass man da einfach nur eine reduzierte Beschleunigung hat, wäre da meiner Meinung nach schon etwas praktischer. So, jetzt biegen wir hier rechts rein, so eine Art hier Feldweg. Und hier sehen wir auch, ja, so eine Wege fressen meistens ein bisschen mehr Leistung. Aber ist für den Scooter natürlich auch absolut kein Problem.
So, jetzt sehen wir hier den Roller auf diesen komischen Steinplatten hier. Ja, hält auf jeden Fall auch ganz gut die Traktion. Also man rutscht hier nicht weg oder ähnliches. Das ist auch ganz praktisch. Jetzt hat man hier auch diesen Kiesweg. Wie man sieht, ist der Roller auch richtig schön stabil da drauf. Das muss man hier auf jeden Fall den Roller lassen. Wir haben jetzt auch schön Gegenwind. Das nervt ein bisschen. Aber ja, ist für den Roller auch definitiv kein Problem. So, und da sehen wir auf jeden Fall, dass er sich hier auch richtig schön stabil drauf fährt. Und wenn ich jetzt bremse mit der Hinterbremse, hat man auch gehört, der schleift so ein bisschen. Was ja ganz gut ist, was bedeutet, dass die Bremse auf jeden Fall eine gute Bremswirkung hat. Obwohl ich nur mit der elektromagnetischen gebremst habe. Das muss man den auf jeden Fall auch definitiv lassen. Da ist er richtig schön stabil hier drauf. Das können auch nicht sehr viele Scooter. Vor allem die mit Hartgummireifen, die haben da einen definitiven Nachteil. Und hier haben wir ja sogar schlauchlose Reifen mit einem Schlauch drin, was einerseits die Möglichkeit niedriger macht, dass man hier irgendwie einen Platten bekommt, andererseits auch einfach die Auflagefläche vom Reifen erhöht. So, jetzt kommen wir mal zum GPS-Test. Messen wir mal die Geschwindigkeit, wie die im GPS ist. So sieht dann die ganze Konstellation hier aus. Ich finde es auch interessant, dass wir hier unten so einen Reflektor einfach dran kleben haben. Also so wie bei einem Fahrrad mehr oder weniger, also kein Sticker oder ähnliches, wie zum Beispiel bei einem Ninebot. Da haben wir jetzt auch das Handy. GPS schalte ich jetzt ein. So, GPS haben wir jetzt hier aktiviert. Der Scooter ist auch an. Akku ist voll, wie man sieht, oder zumindest mehr oder weniger voll. Dann starten wir jetzt im Sportmodus den GPS-Test. Wenn alles gut läuft, sehen wir gleich genau die 22 auf dem Handy. Das testen wir jetzt. Aber eigentlich ist der EPF ein ziemlich GPS-genauer Scooter. Ja, haben wir ganz kurz sogar 23 gesehen. Jetzt haben wir die 22, 21. Könnte natürlich hier auch an diesem Untergrund ein bisschen liegen. Aber hier haben wir sogar 24 ganz kurz gehabt. 23, 22. Ja, also wir sehen auf jeden Fall, dass die gesetzliche Toleranz auch mit dem GPS richtig, richtig schön mitgenommen wird. Und ja, der Scooter jetzt durch die kleine Steigung hier nur 21 km/h auf dem Tacho. Aber wenn wir aufs Tacho gucken und aufs Display vom Handy, dann sehen wir auf jeden Fall, dass der sehr, sehr genau ist. Und das ist auf jeden Fall immer definitiv sehr positiv. Aktivieren wir mal den Blinker. Mal sehen, ob wir da was erkennen. Und ja, da erkennen wir so in Orange nach links, dass er dann so blinkt. Das ist auf jeden Fall auch ganz interessant. Fahren wir auch mal ganz kurz in so ein Beet rein, um einfach mal zu gucken, wie gut die Offroad-Möglichkeit vom Scooter ist. Hoffen wir natürlich, dass hier kein Glas oder ähnliches drin ist. Aber wie man sieht, ich muss hier nicht einmal absteigen. Und auch wenn die Leistungsanzeige gerade auf 100% gesprungen ist, so wie es bei den meisten Scootern ist, weil das richtig anspruchsvoll ist, haben wir gerade ganz gut gesehen, dass der auch so diese kleine Offroad-Unebenheit sehr gut überzwungen hat. Und hier sehen wir jetzt auch, sind wir jetzt auch wieder bei einem sehr, ich sag mal, flachen Weg angekommen. Und selbst hier fährt er sich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also auf jeden Fall einer der besten Roller, die ich bis jetzt so getestet habe. Das muss ich denen auf jeden Fall definitiv anerkennen. Und ich meine, von der Preis-Leistung ist der auch definitiv einer der Sieger. Wenn man jetzt generell auf dem Markt sich umschaut, ist jetzt zum Beispiel der OK Neon Pro und der EPF 2 so meiner Meinung nach so die besten Scooter, die man gerade fürs Geld bekommen kann. Und ja, natürlich durch die ganze Hobbywing-Technik und ähnliches ist da hier auf jeden Fall sehr positiv zu erwähnen. Und ja, ich hoffe, euch hat so dieser kleine Steigungstest hier so ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und bis zum nächsten Mal.